Da stimmen wir nicht zu, Frau Bundeskanzlerin. Wir sehen uns nicht auf dem richtigen Weg. Europa, das waren einmal die großen Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, solidarisches Miteinander. Sie, Frau Bundeskanzlerin, haben vorhin auf das Wohlstandsversprechen verwiesen. Aber was ist davon geblieben? Seit gut 30 Jahren wird die Politik in Europa von einer Agenda bestimmt, die das exakte Gegenprogramm zu den einzigen Werten darstellt. In Deutschland wird ausgerechnet nach Ihrem Haushaltsentwurf im Ministerium für Bildung und Forschung gekürzt, statt zusätzlich investiert. Das ist doch kein Signal nach Europa, vor einem europäischen Gipfel, wo es um Wettbewerbsfähigkeit und die Sicherung von Arbeitsplätzen geht. Man muss nicht jede Wendung im Brexit-Drama für einen Ausweis jahrhundertealter Staatsklugheit in London halten, um dennoch hohen Respekt vor dem Ringen einer Nation um eine Grundfrage zu empfinden. England war immer zugleich drinnen und draußen, halb Europa, halb Indien. Und da wundern Sie sich, dass sich die EU heute in dem Zustand befindet, in dem sie sich befindet. Dafür sind tatsächlich nicht die Salvinis, Orbans und auch nicht die britischen Brexiters verantwortlich. Die ernten nur, was die Politik der letzten Jahre und was ganz besonders auch die deutsche Regierung gesät hat. Die EU ist nicht deshalb krank, weil immer mehr Menschen antieuropäische Parteien wählen, sondern die Antieuropäer werden gewählt, weil die EU krank ist, weil sie von Regierungen gestaltet wurde und wird, die sich nicht mehr als Anwalt und Schutzmacht ihrer Wähler verstehen. Da stimmen wir nicht zu, Frau Bundeskanzlerin. Wir sehen uns nicht auf dem richtigen Weg, weder in Europa noch in Deutschland, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssten jetzt das Ölzeug anziehen und uns wetterfest machen, weil einiges an stürmischen Zeiten auf uns zukommt. Und was gibt es da an Angeboten? Was gibt es da an Angeboten, mit denen wir in Europa werben könnten? Und sehen Sie denn nicht, wie sich das Gesicht Europas in den letzten Jahren verändert hat? Die früher breite Mittelschicht, ohne die es keine stabile Demokratie geben kann, steht in allen EU-Ländern unter Druck. Fast ein Viertel aller EU-Bürger lebt heute in Armut. Also wer das für eine gute Bilanz hält, der hat wirklich die falschen politischen Prioritäten. Ich finde das erschreckend. Volkswagen baut Arbeitsplätze ab. Bayer baut Arbeitsplätze ab. Wir erleben möglicherweise eine Bankenfusion in Deutschland, die massiv zulasten von Arbeitsplätzen geht. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ein. Und dann stellt sich eine Bundeskanzlerin bei der Regierungserklärung hier hin und sagt, wirtschaftspolitisch seien wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Frau Bundeskanzlerin, ach, sie ist gerade weg. Gut. Industriepolitik heißt doch nicht, das zahnlose europäische Kartellrecht noch weiter auszuhöhlen und die größten Unternehmen noch größer zu machen. Noch mehr Marktmacht bedeutet ganz sicher nicht mehr Innovation. Rosinenpickerei ist dafür das falsche Wort. Angesichts eines Dramas, das die Zukunft unseres Kontinents bestimmt und darüber entscheiden wird, ob Großbritannien, das uns jahrelang in Berlin verteidigt hat, uns auch künftig freundschaftlich verbunden bleibt. Aber zumindest bei der neuen CDU-Chefin, ist es ja ohnehin nicht so sehr die digitale oder auch die solare Zukunft, die sie umtreibt. Frau Kamm-Karrenbauer zieht es eher dahin, wo schon Weiland Kaiser Wilhelm Deutschlands Platz an der Sonne vermutet hat, auf einen Flugzeugträger. Und Herr Lindner hat ja schon etwas dazu gesagt. Also ich muss sagen, wenn man bedenkt, dass der deutsche Staat heute kaum noch in der Lage ist, zivile Flughäfen zu bauen oder die Flugbereitschaft in Schuss zu halten. Also da hat man doch wirklich das Gefühl, Frau Kramp-Karrenbauer hat sich einen ihrer berüchtigten Karnevalsscherze erlaubt. Ja, selbstverständlich, Batteriefertigung in Europa sicher, Forschung dort. Aber ich würde erwarten, dass die deutsche Bundesregierung bei unserer Schlüsselindustrie Automobilbranche, dass Sie in Brüssel vorstellig würden und erklären würden, wir wollen die Klimaziele auch im Verkehrsbereich erreichen. Wir wollen auch die ambitionierten Flottenziele
Ziele beim CO2 erreichen, aber wir setzen uns für Technologieoffenheit ein. Und deshalb werden zukünftig auch synthetische Kraftstoffe und negative Emissionen angerechnet auf die Flottenverbrauchsziele. Das wäre Marktwirtschaft, Technologieoffenheit und es wäre im deutschen Standortinteresse. Nichts dergleichen hören wir. Seit die Bundeskanzlerin sich dahinter gestellt hat, war klar, das war wirklich ernst gemeint. Ein deutsch-französischer Flugzeugträger, ein Milliardengrab, das auf den Weltmeeren schippert, um künftige Interventionskriege vorzubereiten. Meint irgendjemand hier in diesem Hohen Haus, das ist es, worauf die Europäerinnen und Europäer gewartet haben? Also wir glauben das auf jeden Fall nicht. Zugleich europäische Macht und Weltmacht. Wie hat es Churchill einmal so unnachahmlich literarisch gegenüber de Gaulle ausgedrückt, wenn ich mich zwischen Ihnen und Amerika, zwischen Ihnen und dem offenen Meer entscheiden muss, entscheide ich mich immer für das offene Meer. Und es wäre wirklich eine ironische Wolte, sollte eine Parlamentsregel, die auf das Jahr 1604 zurückgeht, eine dritte, diesmal vielleicht erfolgreiche Abstimmung über den Deal verhindern. Darf ich daran erinnern, dieses Haus, dass die Entscheidung zum Brexit auf demokratischem Wege gefallen ist? Sie nennen es Finanztransaktionssteuer. In Wahrheit werden aber Finanztransaktionen bei dem Plan von Herrn Scholz und anderen gar nicht ins Zentrum genommen, sondern auch die Aktienkäufe von privaten Kleinaktionären. Und das ist nicht ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, sondern zur Verschärfung von Verteilungskonflikten. Also wir wünschen uns in Deutschland und Europa eine Politik, die tatsächlich Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Stärke und Arbeitsplätze sichert. Die Mehrheit der Briten hat beschlossen, die EU zu verlassen. Ja, es war eine knappe Mehrheit. Doch diese Konstellation ist heute normal und historisch. Bedeutende Entscheidungen sind oft durch knappe Mehrheiten herbeigeführt worden. Es war eine demokratische Entscheidung. Also etwas, das in der EU eher selten vorkommt. Und was wir derzeit erleben, ist der Versuch, das unerwünschte Ergebnis einer demokratischen Entscheidung vielleicht doch noch rückgängig zu machen. Meine Damen und Herren, Spott ist kaum angebracht, wenn einer unserer ältesten und wertvollsten Verbündeten sich in politischen Krämpfen windet. Es sind eben nicht die Fehlinformationen der Brexit-Befürworter, die zu dieser Situation geführt haben. Es sind die zwei Seelen in der Brust jedes Engländers, die dieses Dilemma herbeigeführt haben. Und deshalb wäre es auch die Aufgabe der Bundesregierung, nicht beiseite zu stehen und dem shakespearehaften Drama seinen Lauf zu lassen, sondern beherzt einzugreifen, Frau Bundeskanzlerin. Das Paket wieder aufzuschnüren oder zumindest mit zusätzlichen Erklärungen zu versehen. Es kann doch nicht so schwer sein, den Briten den einseitigen Ausstieg aus dem Backstop zu ermöglichen, und es fällt den 27 bei Gott kein Zacken aus der Krone, für eine kurze Übergangszeit die Niederlassungsfreiheit auszusetzen. Wo sind die Initiativen für Freihandel, für einen digitalen Binnenmarkt, für Technologien, ja, auch für Entlastung und für Investitionen? Was wir gehört haben von Frau Nahles und von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, ist ausgerechnet das Hohelied auf eine Steuererhöhung. Denn Verletzungen, meine Damen und Herren, an den Seelen der Völker sind schwerer zu heilen als materielle Schäden. Gerade wir Deutschen können davon ein Lied singen. Regelbasierte Multilateralität kam bei Ihnen auch wieder vor, Frau Bundeskanzlerin, ist ein wohlklingendes Abstraktum, das niemanden zu seelischen Anstrengungen verführt und von Herrn Barnier repräsentiert, eher abschreckt und spaltet als zusammenführt. Ein Appell der Bundeskanzlerin an die Verhandelnden, einen kleinen Schritt aufeinander zugehen, könnte da vielleicht Wunder wirken. Allerdings müsste man dafür von dem Gedanken Abstand nehmen, der in Brüssel immer mitgedacht wird, die Briten dafür zu bestrafen, dass sie einen Weg gehen wollen, der in manchen Hauptstädten des Kontinents für politisch inkorrekt gehalten wird. Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, lesen wir immer von dem wirtschaftlichen Schaden, der den Briten durch den Brexit entstehen werde. Wir lesen aber nichts über den Schaden für die EU,
Denn auch wir verlieren, meine Damen und Herren, Deutschland zuvörderst. Geben wir den Briten etwas mehr Zeit, aber nicht das Gefühl, aus einem Gefängnis ausbrechen zu müssen. Dazu müsste man freilich von all den Affekten, die zu einer schmutzigen Scheidung führen, zur Vernunft zurückkehren. Und ich kann nur noch mal wiederholen, Frau Merkel, machen Sie damit den Anfang, denn das ist Politik im deutschen Interesse. Sie, Frau Merkel, ich kann das gar nicht höflicher sagen. Doch gerade darin müsste sich die Stärke der Europäischen Union erweisen, dass sie niemanden gegen seinen Willen festhält. Es ist unsouverän und ein Zeichen von fehlendem Vertrauen in die eigene Attraktivität, wenn man bei einer Trennung sich so aufführt wie die EU momentan gegenüber den Briten. Die Europäische Union, zu ihrer eifrigen Befürworter, sei kein Zwangsverband, sondern eine freiwillige Übereinkunft, die jedes Volk, jeder Staat jederzeit auflösen können, wenn sie es für nötig halten. Es ist an der Zeit, dass die europäischen Regierungen das beweisen und Großbritannien eine ebenso faire wie kluge Chance geben, Frau Merkel. Ich appelliere an Sie, machen Sie damit den Anfang. Man wird nämlich den Eindruck nicht los, dass es der EU um anderes als um den Frieden Irlands geht, nämlich zu verhindern, dass Großbritannien zu einem deregulierten, von niedrigen Löhnen und niedrigen Steuern geprägten Wettbewerber der EU wird. Ihr Quid pro quo, wenn Großbritannien weiter den vollen Zugang zum EU-Markt will, muss es sich weiter an die EU-Standards zur Besteuerung, Beschäftigung, zu Wettbewerb und Umwelt halten. Also praktisch ein Mitglied ohne Mitspracherecht. Zartere Gemüter würden das Erpressung nennen. Sie haben mit der kurzen Szene, wo Sie hier beschrieben haben, wie in Jahresscheiben sektorübergreifend Klimaziele in Europa dargestellt werden, Sie haben hier geradezu eine Karikatur der Planwirtschaft vorgetragen und haben dann im Anschluss begründet, warum man jetzt deshalb Industriepolitik machen müsste, zum Beispiel durch staatlich arrangierte Batteriekonglomerate. Frau Merkel, Sie bieten schlechte Lösungen für Probleme an, die Sie selbst geschaffen haben. Stirbt der Euro, dann stirbt Europa, haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, einmal gesagt. Inzwischen erleben wir, wenn die vielen immer weniger Euros haben und die wenigen immer mehr, wenn die großen Ideen der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, solidarisches Miteinander nicht mehr die Politik bestimmen, dann stirbt Europa. Und wir als Linke, wir wollen nicht, dass Europa stirbt. Und deswegen sind wir überzeugt, wir brauchen eine andere Politik in Europa. Und dafür brauchen wir allerdings wahrscheinlich wirklich eine andere Bundesregierung, weil dass Sie das nicht hinkriegen, das merkt man sehr deutlich. Und übrigens, wer Flugreisen den Menschen rationieren will, der wird auch nicht auf dauerhafte Zustimmung treffen. Dagegen werden die Menschen sich wehren. Die Antwort wäre nicht, den Menschen die Fernreise zu verbieten, sondern dass Europa der weltweite führende Spitzenstandort wird für Flugmobilität auf Wasserstoffbasis, denn die ist CO2-neutral und erlaubt den Menschen auch die Welt zu sehen. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Merkel, an einer Stelle Ihrer Rede waren Sie besonders leidenschaftlich. An einer Stelle. Und das war ausgerechnet die Stelle, wo Sie Upload-Filter begründen, also die europäische Frage, die die meisten Menschen gegenwärtig gegen die Europäische Union auf die Palme bringt. Ausgerechnet da zeigen Sie einmal Leidenschaft. Und ich halte Ihre Leidenschaft an dem Punkt für nicht glaubwürdig, Frau Merkel.